der Gesundheits- und Krankenpflege motiviert einen zum Beispiel, dass ein Patient sich zum Beispiel den Oberschenkel gebrochen hat, wird operiert auf der chirurgischen Station, kommt danach in eine Reha-Einrichtung, zum Beispiel in eine Geriatrie, und kommt liegend auf Station an und kann gerade so den Löffel halten und kann vielleicht noch alleine essen, mehr aber auch nicht. Und im besten Falle verlässt er dann die Station am Rollator laufend. In der Pflege muss man sich auf jeden Fall auf viel Verantwortung einstellen. Es begegnen einem das Alter, viel Krankheit, auch der Tod. Man arbeitet immer in einem Team zusammen und man ist nie allein. Und das ist das Schöne daran. In der Pflege gibt es ganz viele Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten in Form zum Beispiel einer Weiterbildung. Dann kann man sich spezialisieren auf ein Fachgebiet, zum Beispiel Intensiv, Geriatrie, Palliativ. Oder man kann auch aufsteigen, man kann die Stationsleitung machen, man kann Pflegedienstleitung machen. Da gibt es ganz viele schöne Weiterbildungen, die einen wirklich weiterbringen.